Viel Spaß mit Stuggi TV Worldwide. Wünscht dir Tipps and Trips, Jugendinformation Stuttgart. Hallo Stuttgart und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worldwide. Heute schalten wir live nach Auckland in Neuseeland zu Jessica. Jessica Geldke ist 18 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Stuttgart. Hallo Jessica. Hallo. Jessica, eine Frage vorweg. Vermisst du die schwäbischen Maultaschen in Neuseeland? Oh ja, ich habe versucht, sie einmal nachzumachen. Ist auch nicht ganz so gelungen. Okay. Nicht so perfekt wie in Deutschland. Dann wird es Zeit, dass du bald wieder zurückkommst. Jessica, jetzt ist Neuseeland ja eigentlich eher bekannt für Work-and-Travel-Programme. Du bist aber als Au-pair dort. Warum? Als Au-pair hat man einfach die Sicherheit. Man hat einen Job, man hat eine Familie, wo man leben kann und Essen bekommt. Und die Sicherheit war mir eben ziemlich wichtig und gerade auch meine Familie in Deutschland. Und man hat ja trotzdem noch die Chance, das schöne Land hier kennenzulernen und rumzureisen. Und ich denke, das ist einfach der Vorteil von Au-pair sein. Okay, genau. Du bist mit einer Agentur gereist und hast das Ganze nicht selber organisiert. Was waren da die Gründe für? Ich denke, wenn man zuerst noch gar keine Kontakte nach Neuseeland hat, ist also nicht so leicht, da jetzt reinzukommen. Aber jetzt persönlich würde ich Freunden empfehlen und auch selber da Kontakte herstellen, dass sie eben ohne Agentur herreisen können, weil man sich da eben doch eine Menge Kosten spart. Aber mit Agentur hat man eben doch irgendwo die Sicherheit. Man hat einen Ansprechpartner in Deutschland und vor Ort. Und man hat auch andere Au-pairs, die mit Agentur da sind, von denen man die Kontakte hat. Und hat alles seine Vor- und Nachteile. Die muss man eben abwägen. Okay. Und wenn ihr euch auch noch nicht ganz sicher seid, ob ihr lieber mit einer Agentur reisen möchtet oder doch alles selber organisieren, haben wir hier einige Vor- und Nachteile für euch aufgelistet. Ein großer Vorteil bei einem Au-pair-Programm ist, dass man stets einen Ansprechpartner vor Ort hat. Außerdem kann man leicht Kontakte zu anderen Au-pairs knüpfen. Zuletzt hat man hier mehr Sicherheit, da die Familien von der Agentur vorab geprüft werden. Leider sind die Agenturen sehr teuer. So muss man für die Vermittlung und Betreuung bei einem solchen Programm mindestens 400 Euro bezahlen. Hat man keine Probleme mit der Familie, ist eine Agentur relativ nutzlos und auch wenn es mit der Gastfamilie ernste Schwierigkeiten gibt, ist Hilfe seitens der Organisation nicht garantiert. Jessys Tipp ist also, sucht euch lieber Kontakte über Freunde oder Familie und handelt den Vertrag selbst aus. Das ist dann auch für beide Seiten billiger. Wenn ihr dennoch mit einer Agentur reisen wollt, macht unbedingt einen Vergleich der Preise und Gehälter. Nach Jessys Erfahrungen sind außerdem kleinere Organisationen besser, da man hier persönlicher beraten wird. Jessica, was war denn der schönste Ort in Neuseeland, an dem du bisher warst? Das ist eine ganz schön schwere Frage. Es gibt nämlich ziemlich viele schöne Orte. Also ich denke, ein Ort, den eigentlich alle kennen, ist Hobbiton. Das ist der Drehort von Hobbit und der Herr der Ringe. Und da kann man eben auch ein paar Hütten reingehen. Sind natürlich nicht eingerichtet und da fühlt man sich eigentlich echt wie so ein kleiner Hobbit. Aber es gibt auch so richtig schöne Strände und vor allem die Südinsel ist einfach nochmal was ganz anderes und einfach sehr empfehlenswert. Das glaubt ihr nicht? Dann haben wir hier den Beweis für euch und eine tolle Bildershow vorbereitet. Jessica, was meinst du, hast du bisher auf deiner Reise gelernt? Also es ist ja schon ein ganz großes Abenteuer. Wie hast du dich vielleicht auch verändert? Also ich denke, man gewinnt auf jeden Fall eine Menge an Selbstvertrauen, weil man eben fremden Personen gegenübersteht. Man hat eine Sprache, die man nicht perfekt beherrscht, wenn man herkommt. Und es wird immer besser.
Und man muss sich eben in eine neue Familie einleben, in eine neue Kultur einleben. Und im Normalfall geht man eben ganz alleine, ohne Familie, ohne Freunde aus Deutschland her. Und das ist wirklich ein Hindernis. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man auch echt irgendwo stolz sein. Und man merkt, dass man seine Persönlichkeit weiterentwickelt hat. Jetzt hast du auch den Kriegstanz der Maoris kennengelernt, wie du mir erzählt hast. Vielleicht magst du uns ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also die Maori sind eben die Ureinwohner von Neuseeland, die schon länger waren. Und die hatten eben früher einen Kriegstanz, den sie irgendwie öfter beim Krieg und auch bei kulturellen Festen aufgeführt haben. Und ich war eben in so einem typischen Maori-Dorf, das noch komplett danach aufgebaut ist. Also die kochen über Vulkanen und was ich was. Und da haben die eben so zwei ganz besondere Symbole, eben die großen Augen und Zunge rausstrecken. Und damit wollen die eben ihre Feinde beängstigen. Und es wird auch noch bei der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft aufgeführt, bei denen ihren Spielen. Ich denke, es werden einige von euch auch kennen, den Hakka-Tanz. Wer sollte denn deiner Ansicht nach so eine Reise machen, wie du sie gerade machst? Wie muss man dafür sein? Also allgemeine Reisen machen empfehle ich jedem und so speziell Au-pair. Man muss natürlich mit Kindern zurechtkommen. Man muss offen sein, eine neue Familie und deren Kultur oder deren Lebensweise zu akzeptieren und selber aufzunehmen und vielleicht auch ein bisschen was von sich selber weiterzugeben. Beim Anfang ist natürlich eine große Veränderung, weil jede Familie anders ist. Das habe ich auch hier bemerkt. Und für solche Änderungen muss man eben offen sein und es dann auch akzeptieren und die unterschiedlichen Erziehungsweisen auch übernehmen, auch wenn es einem manchmal nicht ganz so passt. Gut, Jessica, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch und wünsche dir noch ganz viel Spaß in Neuseeland. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächsten Monat wieder. Falls ihr bis dahin Lust auf eine Reise bekommen habt und noch nicht genau wisst, wie ihr da vorgehen soll, ihr wisst es ja, informiert euch kostenlos und unabhängig bei Tipps & Trips Jugendinformation Stuttgart. Bis dann, ich freue mich auf euch.